wer wohl dieser junge Mann ist, der immer in der grünen Neun sitzt, immer mit seinem Laptop und einem Wodka Lemon. Der, so sagt Leo, sitzt jeden Abend mit Ausnahme von Dienstag. Dienstag ist er nie da, immer am gleichen Tisch und haut die Tasten voll. Er tippt, schreibt, schaut, bewegt die Maus hin und her, schmunzelt, denkt nach, ist aufgeregt, verträumt, alles. Immer freundlich, nie schlecht gelaunt. Immer diese schreckliche gute Laune, so eine bescheuerte Mütze, lässig getragen, grüne Wolle oder so. Gewollt unspießig und so ein Hundeblick. Wie ein Dackel, ein Labrador. Auf jeden Fall so ein Hund für Kinder, kein Schäfer oder Rottweiler. Er raucht nie drinnen, obwohl er darf. Der Aschenbecher steht immer bereit, bleibt unbenutzt. Er geht immer raus, um zu rauchen, auch wenn es kalt ist. Ich glaube, der tut das, um seinen schicken Kleidern die Möglichkeit zu geben, sich vom Rauch zu erholen. Ein zwischenzeitliches Durchlüften. Ach, die Kleider stinken sonst immer so nach Rauch. Ich glaube, der will nur so ein bisschen rauchen. Er glaubt, dann wirkt er wilder, rockiger. Ein Bubi-Gesicht setzt sich selbst seine Grenzen. Er weiß, wenn ich drinnen rauche, dann rauche ich ohne Pause. An einem Stück und Kettenraucher sind einfach nicht sehr sympathisch. Die stinken. Das lässt die Haut sehr schnell altern. Und mit der Zeit wird man zu so einem Raucher. Ein professioneller Raucher, ein Mensch, der sich nur über seine Zigarettensucht definiert. Das ist der Grund, warum es so viele Leute nicht schaffen, mit dem Rauchen aufzuhören. Es gibt ihnen das Gefühl, etwas zu sein. Wenn das wegfällt, fällt ein ganzes Vertrauen. Nichts bleibt. Das ist sehr schlecht. Deswegen rauche ich nicht Kette. Ich habe mich unter Kontrolle. Aber wenn ich rauche, dann rauche ich Schitan. Ich rauche ohne Kompromisse. Drinnen filterlos, kurz und knapp. Dann weiß ich, was ich rauche. Das haut rein, es gibt mir wirklich das Gefühl, dass mein ganzer Körper weiß, oha, ich rauche. Und immer aus purer Überzeugung, Rauchen ist gut für mich. Der junge Typ, er raucht keine ordentlichen Zigaretten. Diese Kleinkinderzigaretten, rote Gauloises. Da ist doch überhaupt nichts drin. Wenn er die Kneipe zum Rauchen verlässt, raucht er bewusst lässig. Die Kippe immer rechte Seite des Mundwinkels und schaut gut aus. Er versucht es. Sein Ziel ist es, draußen für die drinnen gut auszuschauen. Er prüft unauffällig, auffällig sein Aussehen in der Fensterscheibe und eventuell mit ein paar gekonnten Handgriffen nachzubessern. Stell dir vor, du siehst gut aus und keiner schaut zu. Zigarette und Schnitt, Eleganz eines Nashorns. Der beschäftigt mich. Der nervt mich. Der stört mich. Oft beruhigt er mich. Wenn er da ist, denn dann ist hier alles wie immer. Das mag ich. Wieso immer alles ändern wollen? Aktionismus macht mich krank. Wieso ist er dienstags nie da? Was macht er dienstags? Hat er da Besseres zu tun? Hat seine Freundin nur Dienstagabends für ihn Zeit? Spielt er in einer Musikgruppe und Dienstag ist Probe? Jeden Dienstag von 22 Uhr bis Mitternacht? Wieso hat er mir noch nie Hallo gesagt? Beschäftige ich ihn? Oder ist das so eine Masche? Manchmal so verlegen, zu mir rüberzuschauen? Dieses Spiel mag ich nicht. Er soll sich jetzt nicht darauf einbilden, dass er jünger ist und junge Menschen bestimmt nicht mit Älteren reden. Der kriegt doch bloß sein Leben nicht auf die Reihe. Einer von diesen Studienabbrechern, Hauptsache nichts tun, jammern, dass alles zu teuer ist, hier im Café, auf bizarren Internetseiten surfen, irgendwelche Proteste anstiften, immer schön auf wichtig machen. Oder will er den Autor geben, ein Schreiber? Oh, der junge Nachwuchsautor schreibt seinen neuen wilden Text und trinkt dazu Wodka Lemon, mitten im Leben. Sein neues Theaterstück, seinen ersten Roman, nach den paar Gedichtchen, endlich der lang ersehnte Roman. Ist mir doch alles egal. Ich sage Leo, er soll ihm einen Wodka Lemon ausgeben, ohne dem Jungspund zu sagen, dass der Drink von mir kommt. Sonst bildet er sich noch was drauf ein. Ich kenne diese Leute doch. Ich hatte schon viel mit solchen pseudo-intellektuellen Künstlern zu tun. Ich mache das undercover, damit er glaubt, er sei jetzt ein Stammgast. Als Leo ihm den Drink bringt, scheint er nicht einmal dankbar zu sein. Er nimmt den Drink an,
als wäre es das Normalste der Welt, als würde er jeden Tag einen aufs Haus bekommen. Er schaut kurz zu mir rüber. Scheiße, habe ich mich verraten. Sein Gesichtsausdruck ist undefinierbar, gnadenlos neutral. Nicht mal peinlich berührt ist er. Eigentlich hätte er mir ein Bier spendieren sollen. Weil ich bin ein richtiger Stammgast. Ich bin wichtig hier. Leo braucht mich.